Hey, was geht ab, Leute? Die Foo Brothers wieder am Start. Ihr habt vielleicht dem Titel entnommen, dass bald der Throne and Liberty Release in Korea stattfindet und somit einige Spieler bereits das Ganze genießen können. Ihr wollt einige der wenigen sein, die außerhalb Korea das Game anzocken und erleben können? Dann seid ihr hier genau richtig. Wie das Ganze funktioniert und was ihr alles dazu benötigt, das erfahrt ihr hier bei uns in diesem Video. Also, genug des Vorspanns, lasst uns reinhauen und reinschauen. Bevor wir uns jedoch registrieren und starten, ein kleines Vorwort. NCSoft hat kein offizielles Statement über ihre Haltung gegenüber Spieler außerhalb von Südkorea angegeben. Wir wissen selber nicht, ob Maßnahmen diesbezüglich getroffen werden, geben euch aber natürlich ein Update, wenn etwas in der Richtung uns mitgeteilt wird. Wir werden das Spiel definitiv ausprobieren und selber schauen, was das Spiel zu bieten hat und natürlich die ganze Erfahrung mit euch hier auf YouTube und Twitch teilen. So, aber genug geredet, jetzt geht es wirklich los. Als erstes braucht ihr bei Spielen außerhalb eurer Region, auch zu eurer eigenen Sicherheit, ein VPN. Hier gibt es einige bereits starke Anbieter, wie zum Beispiel NordVPN oder ExitLag oder auch einige kostenlose, die ihr vorübergehend benutzen könnt. Unten in der Beschreibung findet ihr einige Vorschläge von uns für euch. Der nächste Schritt ist optional, schaden tut es ja nicht. Geht hier in Windows auf die Zeiteinstellung und setzt eure Zeitzone auf Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Einige Reddit-User meinen, dass dies hilft, um nicht weiterhin aufzufliegen. Also warum nicht? Dauert ja nicht lange und ihr könnt es jederzeit nach den Spielen in einigen Sekunden wieder zurückstellen. Kommen wir aber nun zum zweiten Schritt. Aktiviert nun euren VPN und ersetzt den natürlich auf Südkorea. Super, super wichtig. Ladet euch die NC Purple App herunter. Den findet ihr auf der offiziellen Website oder wie immer unten bei uns in der Beschreibung. Hier könnt ihr euch vorerst nur mit der E-Mail anmelden. Die Registrierung könnt ihr dann, wie gesagt, unten mit dem Registrierungsbutton machen, alle Daten eingeben und dann damit erst euch einmal anmelden. Vergesst dabei nicht, Standort Südkorea eingeben und nicht Deutschland oder England oder wo auch immer ihr gerade seid. Nach dem Download könnt ihr das Ganze einfach installieren lassen und starten. Der dritte Schritt ist der Download von Throne and Liberty selbst. Bevor ihr das Ganze aber macht, hier oben unter den Einstellungen könnt ihr eure Sprache auswählen. Die App wird dann teilweise übersetzt angezeigt, was euch enorm hilft, wenn ihr zum Beispiel einige andere Quality of Life Elemente einstellen wollt oder euch einfach nur durch den Launcher navigieren könnt. Sucht nun unten das Throne and Liberty Bild raus und drückt dann auf die Vorinstallation, um das ganze Spiel erst einmal herunterzuladen. Jetzt aber zum komplizierten vierten Schritt. Bevor ihr das Spiel nämlich erstmal starten könnt, müsst ihr euch authentifizieren. Dafür braucht ihr aber eine koreanische Nummer und die dazugehörige Einwohnermeldeziffer. Drückt auf der Website oben rechts auf euer Profil und dann auf den Authentifikationsbutton, um auf die nächste Seite zu gelangen. Hier müsst ihr nun den Anbieter auswählen und alles weitere akzeptieren. Danach die Daten eingeben und alles bestätigen. War das alles erfolgreich, könnt ihr das Spiel starten und Throne and Liberty genießen. Nun aber natürlich zu der Hürde und der Frage, wo bekomme ich jetzt eine koreanische Telefonnummer her? Einerseits könnt ihr über Bekannte oder Verwandte in Südkorea selbst anfragen oder ihr bestellt diese im Internet. Aus Sicherheitsgründen kann ich euch das hier jetzt nicht zeigen, wie ihr das Ganze macht, aber ihr könnt das selber googeln und euch darüber informieren. Wir wissen selber, dass dies ein nerviges und komplexes Unterfangen ist, aber für viele von euch könnte es sich lohnen, wenn ihr natürlich Throne and Liberty dadurch spielen könnt und dann schon mal einige erste Eindrücke sammeln wollt. Damit wäre das Tutorial auch erst einmal beendet. Macht ihr euch überhaupt die Mühe oder wartet ihr auf den offiziellen Release hier im Westen, der voraussichtlich Mitte 2024 erst kommt? Überzeugt euch das Spiel mit den Verbesserungen und dem Gameplay so sehr, dass ihr euch sogar die Mühe macht, euch eine koreanische Nummer rauszusuchen? Gerne würden wir eure Meinungen in den Kommentaren hören. Also keine Scheu, alles reinzutippen. Falls euch das Video gefallen und ein wenig weitergeholfen hat, dann würden wir uns natürlich über ein Like und Abo freuen, um den Algorithmus ein wenig aufzupeppen. In diesem Sinne, danke Leute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag, eure Foo Brothers.